So, wie bei Hatched am Ende. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Radar Mittwoch und wir sind aktuell. Wenn alles gut gelaufen ist, habe ich heute um 8 Uhr die erste Radar Mittwoch Folge hochgeladen von vor 2 Wochen. Dann um 10 Uhr die Raid Mania von vor 2 Wochen mit Dialga sogar noch. Um 12 Uhr die zweite Raid Mania von vor 1 Woche. Um 14 Uhr. Habe ich jetzt wieder Raid Mania gesagt? Um 8 Uhr Raid am Mittwoch von vor 2 Wochen. Um 10 Uhr Raid Mania Dialga. Um 12 Uhr Raid am Mittwoch von vor 1 Woche. Um 14 Uhr Raid Mania von vor 1 Woche mit Palkia dann schon. Und dann werdet ihr 16 Uhr diese Raid am Mittwoch Folge sehen, die auch heute erst aufgenommen worden ist, die aktuell ist, die alle Highlights der Woche für euch zusammenfasst. Und 18 Uhr gibt es natürlich heute Abend wieder die Raid-Stunde, wieder mit Palkia, das letzte Mal mit Palkia. Raid-Boss-Wechsel ist ja am Freitag 10, 11 Uhr. Ihr wisst, 10 Uhr die Eier, 11 Uhr der Raid-Boss, dann kommt Zackjan rein, der euch allen auf den Zack geht. Und deshalb haben wir nochmal die Highlights der Woche zusammengefasst. Wir werden uns heute Abend in der Raid-Stunde noch die restlichen XL-Bonbons holen, dass ich meinen 100er Palkia maxen kann. Jetzt aber erstmal die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim NS, also beim Natursekt, ja. Das habe ich heute bekommen. Ich weiß, für die Folge zu spät, aber ich wollte dir einfach nur zeigen, dass ich dir schon habe. Ich hatte das überhaupt noch nicht und das war gerade mal das letzte, was ich gesehen habe. Und das sechste war direkt shiny. Ich wünsche dir noch ganz viel Glück, dass du auch noch eins bekommst. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar schon ein männliches und ein weibliches, aber trotzdem, Dankeschön, unser Natursekt immer wieder am Start. Dann habe ich in der Stadt gesehen, der Schilling, Alter, habe ich gedacht, kannst ja mal klingeln. Habe ich aber nicht, bin dann weitergegangen, ne, und der Skandalpaarer hat hier 100% Palkia sich gegönnt auf Level 25, direkt mit Wetterboost Cedia 28,50. Hätte ich nichts dagegen, wenn da heute Abend noch eins reinfliegt. Morgenstund bringt 100er. Dann habe ich ja die Tage gezeigt, das süßeste Paket, was ich je bekommen habe, mit diesem Relaxo Ditto, was man umkrempeln kann von Relaxo zu Ditto, von Ditto zu Relaxo. Mittlerweile weiß ich jetzt auch, von wem das war, nämlich vom 0max6. Also Dankeschön und Grüße gehen raus an den Max für dieses tolle Geschenk. Ich habe mich wirklich mega gefreut, war auch auf meiner Wunschliste drauf. Deswegen, es lohnt sich doch, wenn man mal was auf die Wunschliste drauf setzt. Da stehen ja auch China-Nudeln, deswegen schicken mir alle möglichen Leute immer zu China-Nudeln zu. Mal gucken, was noch so alles kommt. Ich habe heute auch schon wieder ein Paket bekommen vom Jens. Das muss ich nachher noch öffnen. Das kriegt ihr dann die Woche zu sehen. Da soll angeblich ein Döner drin sein. Ein schöner, heißer Döner von gestern, der also heute matschig und warm ist. Kalt. Den werde ich heute essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Dann bin ich mit Burkhard aufgestiegen, wieder zu Glücksfreunden. Dragonite zeigt uns ein Bild. Ekan ist backwards Snake, ne? Arbok ist Cobra. Jetzt guck doch mal, was Muck rückwärts heißt. Macht's lieber nicht. Ihr werdet das eh nicht verstehen, wenn ihr kein Englisch könnt. Deswegen, Jewel hat hier ein 100er Palimpalim bekommen. Hittenhausen, wohl aus dem Feldforschungsdurchbruch. Tick Kekslord, endlich fertig. 1500 Wayfarer-Bewertungen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal 500. Ich habe schon seit 10.000 Jahren nichts mehr bewertet bei Wayfarer. Sabrina macht das sehr oft, macht auch Videos darüber. 20 Bewertungen beim Wayfarer oder sonst was. Melanie Chaos Lady machen das. Also die Frauen machen das. Tix Kekslot macht das. Wann habt ihr das letzte Mal im Wayfarer was bewertet? Schreibt es mir rein. Skandalfahrer. Schon wieder ein 100er. Diesmal kein Wetterboost. Ein normales 22,80. Das heißt, er hat die Teile jetzt zusammen. Nummer 2 ist auch im Sack. Eins mit Wetterboost, eins ohne. Sieht auf jeden Fall gut aus. Vor allem die Zahlen dran und diese 100% in Rot finde ich richtig genial. Giole Gallo hat uns hier ein Simsala Raid gezeigt, was irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Ich glaube, da hat jemand im Simsala das Fleisch abgenagt und nur noch die Knochen übrig gelassen. Deswegen sieht das hier so weiß und komisch aus. Oder ist schon wieder kostümiert und wir haben es nicht mitbekommen. Weiß man bei einer Niantic ja nie. Gabriel hat hier My Girl
hat hier ein, heißt My Girl jetzt, dass das von seiner Frau ist? Oder dass es ein weibliches ist? Es ist auf jeden Fall weiblich, ein 100% Krypto-Stolunior, warum nicht? Nimmt man natürlich gerne mit. Dann ist hier Vince McMahon von der WWE, guckt euch das an, ein Schinkenbrot und ein Eibrot, er ist richtig interessiert, ein Schinken und ein Eibrot, wow! Und dann dreht er komplett durch, denn ein Schinkenbrot, ein Eibrot und eisgekühlter Pomalunder, ne? Ich raff das nicht, das haben die Leute damals immer gesungen. Kennt ihr das in eurer Jugendzeit? Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Ei, dazu eisgekühlter Pomalunder und alles sind durchgedreht. Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass das wirklich ein Getränk ist. Muss ich mal gucken, Pomalunder, original. Auf jeden Fall, Vince McMahon rastet komplett aus. Wer das Lied kennt, ist ein lustiges Meme dazu. Bockwurst King zeigt uns hier ein Dialga, ein grünes Dialga, ein shiny Dialga aus Gurke. Finde ich auch gut, bin mal gespannt, wie das nach einer Woche aussieht, wenn es da rumsteht. Julian Eisenstein, haben wir ja gehört, der hat bei Raids für Zuschauer mitgemacht, als wir wieder mal Scaraborn gehostet haben und hat bei seinem allerersten Raid, Scaraborn Raid, direkt den Shiny-Eintrag bekommen. Mehr Glück als Verstand, wisst ihr Bescheid, macht's wie Julian, spielt einfach 364 Tage im Jahr nicht und dann spielt ihr einen Tag und kriegt gleich alles. Dann habe ich mich gestern gefreut. Da hat der Schilling Plus nämlich unter mein Video geschrieben, wer braucht Schilling Plus, wenn man Ramses Minus haben kann. Obwohl ich finde, Schilling Plus muss zurückkommen, Schilling Plus muss her. Hat ja irgendwie aufgehört, macht keine PvP-Videos mehr, wohl wegen den ganzen Bugs und den Servern und weil alles so verschmiert ist. Ich habe deswegen mich dann als Ramses Minus ausgegeben, habe gezeigt, wie man es nicht macht. Aber ich finde natürlich, die Schilling Plus Videos braucht jeder, der ein bisschen was mit GBL und so zu tun haben möchte, denn Schilling weiß eigentlich, was er macht. Schilling gibt Tipps, Schilling hat Ahnung, Schilling hat Strategie. Ich hau da drauf, weiß meistens nicht, was ich mache, deswegen auch Minus statt Plus. Also, ich bin auf jeden Fall kein Ersatz. Finde ich aber cool, dass er das irgendwie mitbekommen hat und ich habe ihm auch natürlich gut zugeredet. Ich will mich da nicht brüsten und sagen, genau, geh weg, Alter. Nein! Er macht sein Zeug. Und gerade die PvP-Videos, es ist auch ein Bereich, da kann er gut bedienen. Und das ist für viele auch mega interessant. Yannick hat auch mitgemacht bei Kangama Raids für Zuschauer gestern Abend. Und hat natürlich auch ein Shiny bekommen, da hat er sich auch richtig gefreut. Grüße gehen raus an den Yannick. Deswegen steht auch Saragossa, ist über einen Fanraid gewesen. Wenn ihr auch noch Kangama oder Scaraborn braucht, dann schaltet am Donnerstag ein, 18 Uhr. Donnerstag 18 bis 20 Uhr werden wir nochmal Scaraborn und Kangama hosten, weil die dann wechseln, dann gibt es sie so nicht mehr in Raids. Letzte Chance. Luca aus der 1-Euro-Forschung hier ein 100% Felinara bekommen. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Nachtara kommt auf Best Buddy und Level 50, wenn die normale Hyperliga wieder da ist. Will er also hochziehen und dann in der Hyperliga alles zerreißen. Die anderen, wie ihr seht, sind auch alle auf Level 50 jetzt, also das Felinara, das Flamara und Glaciola, was ich sehr cool finde, dass die durchs Tauschen Lucky und 100 geworden sind. Kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden, von dem Glück, damit er nicht mehr so viel hat. War eine Random-Einladung, hier auch noch ein Scaraborn mitgenommen, Shiny, auch ein weibliches. Hier zeigt er nochmal sein gemaxtes 100er Glaciola, hier ein Evoli, ist das das aber, was er dann schon zu Flamara gemacht hat? Ich weiß es nicht, ich denke mal, er hat es entwickelt und es ist dann das geworden. Das verstehe ich jetzt hier nicht. Für Raider Mittwoch eine schöne Schundo-Sammlung von Evoli. Will der mir sagen, dass er 14 hundertprozentige Shiny Evolis hat, ja? Die er natürlich alle in den letzten Tagen gefangen hat. Wozu dann die normalen hochziehen? Die normalen 100er hochziehen? Ach nee, das ist Luca, das ist Jonas. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Einfach mal 14 hundertprozentige Shiny Evoli. Müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Aber das geht nicht mit rechten Dingen zu, glaube ich. Davon distanziere ich mich. Das brauche ich nicht. Mir reicht's, wenn ich alle Shiny-Entwicklungen habe. Und mir reicht's, wenn ich mit unlauteren Mitteln alle normalen Entwicklungen auf 50-100% habe. Aber Shiny-Entwicklungen mit 100% auf 50 alle. Da geht mir der Hut hoch. Außerdem sind die ja hier nicht auf 50 und sind gar nicht entwickelt. Also, dann aber hier beim Jonas auch noch 100% Palkia Shiny Scaraborn.
Jonas nochmal sein 100% Evoli zeigte einzeln, obwohl er ja eigentlich 14 Stück davon hat. Gute Sache. Dann Shiny Praktibalk, 98er sogar. Sterndu Shiny aus der Feldforschung. Maro Kempka zeigt uns sein Shiny 100% Palkia, wo er auch gesagt hat, das ist doch der Schocker der Woche, oder? Ist es aber nicht. Es ist zwar richtig cool, ja, muss man zugeben, ist halt wie Julian Eisenstein, Maro Kempka, ne? Aber wir haben ja in den letzten Folgen, was heute hochkam, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite war, da war ja auch jemand dabei, der hatte ein Shiny 100er Palkia, was nicht Schocker der Woche war, weil in der gleichen Folge ein zweiter war mit einem Shiny 100er Palkia. Klar muss man jede Folge für sich betrachten, aber ich sage euch, wir haben was viel krasseres gefunden. Dann haben wir hier beim Selal noch ein 100er Sterndu, 100er Zwierlicht, Shiny Pipi, 100er Parfi, Shiny Fukano, 100er Nebulak. Wenn die Ampel seit einer Sekunde grün ist und die Person hinter dir hupt, ihr seht, der Lastwagen dreht sich um und guckt, Alter, was ist da los? Das fand ich so cool, das musste ich Pupsi direkt schicken. Hier hat jemand eine Entscheidung getroffen. Eigentlich einen Blumenstrauß für die Dame kaufen, dann den Blumenstrauß aber weggelegt und sich einfach ein Sixpack Bier mitgenommen. Ist wahrscheinlich die vernünftigere Variante. So, Selal hier, 100er, also das ist schon letzte Folge, Selal Edition, diese Folge schon wieder Selal Edition Volume 2. Müsste ich den Titel extra benennen. 100er Evoli, noch 100er Evoli, Shiny Scaraborn mitgenommen, noch ein 100er Evoli, Shiny Wetterboost, Palkia. Anzahl der Raids war egal, das war noch normal, das war im Rahmen hier. Shiny Sonnenkern mitgenommen, Koselinchen mit dem Shiny Zwirlicht, mittlerweile 3 Shiny Kryptosamurzel. Das King Mala, wir waren gerade im Zoo, ich habe mit meinem Vater noch einen Raid dort gemacht. Er hat dann dieses 100er bekommen und das beim zweiten Scaraborn Raid überhaupt. Vielleicht schafft es ja sogar mal ein Bild von ihm bei Raid am Mittwoch mit rein. Natürlich hier das 100er Scaraborn vom Schilling 3, sein Papa, ne? Ich weiß den Ingame-Namen leider nicht. Kann er ja vielleicht mal drunter schreiben, dass ihr das noch seht. Ist doch eine feine Sache. Vor allem, wenn ich höre, er war mit seinem Papa im Zoo. Finde ich richtig stark, finde ich richtig cool, richtig geniale Sache. Wenn ich einen Sohn hätte oder eine Tochter, würde ich auch in den Zoo gehen. Und wenn der Sohn und die Tochter mit mir dann auch noch Raids macht im Zoo, dann ist mein Leben perfekt. Also, da will ich auch mal hinkommen. Dann Daniel Love. Baby Yeah hat ja auch gezeigt, 22,80 das 100er Palkia mitgenommen bei gerade mal 6 Raids. 6 gesehen, 5 gefangen, ist also recht gut von der Quote her. Paula Fan Timon auch mit seinem Wetterboost Shiny, Burkhardt mit dem Wetterboost Shiny, Burkhardt auch mit dem Shiny Zwirlicht, 100er Fermicula, Shiny Ladybar, 100er Stolunior, Shiny Zwirlicht, Shiny Hodensack. Ja, das passt, das kann man mitnehmen. Shiny Ladybar, dann Dennis Weigel, schmeckt 100%. Scaraborn auch hier. Meist immer die weiblichen, die sind halt voll krass unterwegs. Hier sehen wir mal was Männliches, nach 105 Raids endlich Dennis Weigel mit dem männlichen, trotzdem irgendwie weiblich durch das rosane, aussehende Scaraborn. Schönes Bild auch, Dennis auch hier mit dem Shiny Stolunior, endlich Shiny Lunastein, auch beim Dennis, plus Shiny Kangama. Was hat das denn her? Hat er etwa mitgemacht oder hat er selber Glück? Das ist auf jeden Fall schön, wenn man das so sieht. Hat er sich noch ein Shiny Yorklef gegönnt? Dann haben wir Trainer MVX oder Max, hat 2 Shiny Palkia auch hintereinander bekommen. 11.45 Uhr und 11.57 Uhr, 22.25 und 22.69 Uhr, das zweite war richtig gut. 2 Shinies hintereinander aus den Raids für Zuschauern. Das heißt, der hat am Sonntag die Palkia Raids für Zuschauer mitgemacht und hat da die Ausbeute gehabt. Also ihr seht, manchmal lohnt es sich wirklich, bei uns einzuschalten. Get My Game hier noch ein Shiny Pipi mitgenommen und Nummer 2 hinterher über Pogo Raid, wo hier ein Shiny Scaraborn gegönnt. Zu Pogo Raid wollte ich vielleicht auch nochmal ein Video machen. Ich habe eins gemacht, das war aber ewig lang. Ich habe das selber erstmal alles mir angeguckt, war das erste Mal da drin. Ich glaube, ich werde da über Pogo Raid demnächst mal selber auch wieder ein paar Raids machen. Und dann direkt ein professionelles Video, wie man Pogo Raid richtig nutzt, für die Leute, die es immer noch nicht kennen. Als kleines Tutorial direkt auf das verweisen und das zeigen, worauf es ankommt. Plus
Alternativen wie Pokechemie, Raid Party, sonst was, diese Apps alle mal testen und mal angucken. Lost Lift, endlich dieses Shiny auch mal bekommen. PS, ich find's echt cool und schön, dass du wieder da bist. Gibt nicht so viele andere YouTuber, die ich gerne gucke. Zudem sind deine Videos fast nie langweilig. Nicht nie, aber fast nie. Wie bei vielen anderen, wo nur ein Teil der Videos spannend ist. Mach weiter so. Dann aber hier noch Biala. Auch hier mit seinem Scaraborn. Ich glaube, das hat er auch in Zaragoza. Und er hat sich bedankt. Also wenn er sich bedankt hat, würde er das auch beim Thomas bei Raids für Zuschauer gezogen haben. Ricky mit dem Popsofa mal wieder dran. Nee, Ricky mal wieder dran. Mal wieder was für Raider Mittwoch. Auch hier 100er Palkia mitgenommen. Lukas Schumacher hier mit dem Schundo. Ja, ist ein Shiny. Shiny 100er Alola. Sandan, jetzt muss ich den Namen schnell suchen. Auch nett, Elke Kaiser mit der Skarabine. Nicht Skarabornine, sondern die Skarabine. Sehr schön, Gregor hier, Funifras Teil 1 und Teil 2. Lennart Ehrenfried, auch hier noch ein Shiny Palkia mitgenommen. Plus ein wildes FM, da fängt er so viele davon. Hat hier 100er Glaciola entwickelt. Nimmt man natürlich gerne mit, ist aber das Normale. Hat es sogar durch einen Tausch erhalten. Finde ich auf jeden Fall cool, wenn ohne Lucky random einfach irgendwas beim Tauschen 100 wird. Hätte ich gerne bei Legendären. Hat schon mal geklappt, ist aber wirklich selten eigentlich, dass die ohne Lucky 100 werden. Benjamin Engel hier noch mit einem 100er Welser, 100er Evoli, Pascal Baum mit der auf die dicken 3 Bierdose zeigt uns Boomer, weil so sein Hund heißt. Dass er jetzt auch alle Entwicklungen in Shiny da hat, alle schön gefangen an einem Tag. Nein, das Felinara ist schon älter. Bockwurst King, endlich 100% Galamauzi. Kann man ja ab Freitag dann auch in Shiny bekommen, als Shiny brüten. Gerade gebrütet aus dem 5-Kilometer-Ei, Shiny Togepi bei Julchen. Dann Medaille verdienen, 15.000 Bären in Arenen füttern. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon auf Platin habe. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie euer Bärenstand ist. Ich habe schon so lange keine Bären mehr gefüttert. Julchen hier war erfolgreich. Weibchen habe ich dann am Sea Day wild geangelt. Das ist das Männchen. Hat sie sich wohl direkt per Glückstausch dann wieder rübergetauscht. Vielleicht beim Kleinen und her sonst was. Kannst du ja nicht Lucky fangen. Damit ist das Shiny weg und sie will es von mir nicht haben beim Glückstausch. Das ist das Beste an der ganzen Sache. Boba Mo, gar nicht bemerkt, dass ich jetzt ein Gladiandri habe. Seine ausgebrüteten 4-Sterne-Pokémon können auch mal gucken bei euch, wie viele ihr habt, wie viele ihr aus Eiern gebrütet habt, die 100% haben. Pavi, Fluffeluff, Emolga, Gladiandri, Emolga 100 aus dem Ei, ist auf jeden Fall auch eine fette Sache. Fluffeluff, Babys gibt es ja sowieso nur aus Eiern, müsst ihr also brüten. Gladiandri bisher auch nur aus Eiern. Pavi könnte man auch wild fangen, aber gebrütet ist das eben nochmal spektakulärer. Die Sammlung wächst, auch nochmal Bobamo zeigt uns hier seine Krypto-Shinies, abonniert das Blutzug dreimal Sneeble, das heißt eins kann er weghauen. Oder muss man die alle aufheben, muss man nicht, genau. Da habt ihr wieder gut zugehört und nachgedacht. Selal mit einem Shiny Charmian und das dürfte glaube ich jetzt das letzte Bild hier sein. Von den Highlights, wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, ich hab's nicht geglaubt, Teilzeitkrieger. Wenn das Spiel dir sagt, dass du Lotto spielen sollst für Raid am Mittwoch, oha. Jetzt gehe ich hier drauf, lasst mal kurz auf euch wirken. Wir haben schon Leute gehabt, die haben 200er hintereinander bekommen. Das war, glaube ich, Schocker der Woche beim letzten Mal. 200er hintereinander, ja. Dann gab's Leute, die haben insgesamt 400er schon in den 2 Wochen, wo Palkia da ist. Aber Teilzeitkrieger hat an einem Tag, ihr seht Alter 0, das ist alles an einem Tag gefangen, sozusagen fast hintereinander, einfach 300%ige Palkia bekommen. Das finde ich schon richtig krass. Im Zeitraum auf 1-2 Wochen vielleicht 3 Stück zusammenzusammeln ist auch krass, aber das an einem Tag 300%ige habe ich echt noch nie gesehen, finde ich unglaublich. 100%, 100%, 100%, ihr seht überall diesen kleinen blauen Schimmer dahinter, dass die frisch gefangen sind, ihr seht es an dem Suchbegriff. Das für mich also der Schocker der Woche. Mal gucken, ob ich auch noch einen 100er bekomme. Eins habe ich schon, ohne Wetterboost.
Heute Abend aber nochmal die Raid Mania, also die Raid-Stunde 18 bis 19 Uhr. Wenn ihr mit mir befreundet seid, könnt ihr mich wieder einladen, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr Raids macht, wenn ihr mit einer Truppe raidet und dann schafft es eure Lobby vielleicht in den Stream und wir kämpfen zusammen und ihr könnt Raid Mania Punkte verdienen. Wer es nicht kennt, guckt es euch an, es gibt auch wieder Abschluss-Raids, wo ihr dann sagen könnt, dass ihr kurz mitmachen wollt, wenn wir ein, zwei Raids zum Abschluss machen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.